Hey, schön dich zu sehen. Heute werden wir uns ansehen, wie man das Produkt zweier negativer Zahlen berechnen kann. Hast du schon einen Stift und einen Zettel bei dir? Wenn nicht, hol dir diese Sachen. Drück hierfür kurz auf Pause. Heute werden wir mit einer Wiederholung starten. Ich habe nun zwei Fragen zu den wichtigsten Informationen aus dem letzten Video für dich. Versuch doch einfach, die richtige Antwort aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuwählen. Frage 1. Welches Vorzeichen hat das Produkt einer positiven und einer negativen Zahl? Ist es negativ, ist es positiv oder muss man dazu erst die Faktoren kennen? Hast du eine Möglichkeit ausgewählt? Klasse, dann sehen wir uns an, was die richtige Antwort ist. Das Vorzeichen des Produkts einer positiven und einer negativen Zahl ist natürlich negativ, wie wir im letzten Video erfahren haben. Jetzt zur nächsten Frage. Frage 2. Wie sind wir im letzten Video beim Berechnen des Produkts zweier ganzer Zahlen vorgegangen? Haben wir zuerst den Zahlenwert bestimmt, dann das Vorzeichen? Oder haben wir zuerst das Vorzeichen bestimmt, dann den Zahlenwert? Oder haben wir nur den Zahlenwert bestimmt? Hast du eine Antwortmöglichkeit ausgewählt? Klasse, dann lass uns sehen, was die richtige war. Im letzten Video haben wir zuerst das Vorzeichen bestimmt und dann den Zahlenwert. Das bedeutet, wenn wir das Produkt zweier ganzer Zahlen bestimmt haben, haben wir uns zuerst angesehen, welches Vorzeichen das Produkt haben würde und dann, was dessen Zahlenwert war. Aber welches Vorzeichen hat nun das Produkt zweier negativer Zahlen? Nun ja, hierfür gibt es leider keine so anschauliche Erklärung wie im letzten Video. Doch keine Angst, es gibt dennoch eine Merkregel, wie du dich ganz leicht erinnern kannst, welches Vorzeichen das Produkt zweier negativer Zahlen hat. Und zwar, das Vorzeichen des Produkts zweier negativer Zahlen ist positiv. Man könnte auch sagen, Minus mal Minus ist Plus. Drück doch am besten mal auf Pause und schreib dir diese Merkregel auf. Das heißt, dass eine negative Zahl multipliziert mit einer zweiten negativen Zahl eine positive Zahl ergibt. Hört sich komisch an, ist aber so. Wenn dich interessiert, warum das der Fall ist, klick doch einfach auf dieses Video hier, das hier verlinkt ist. Dort wird nochmal anschaulich erklärt, warum das so ist. Sehen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. So, was ist das Produkt von minus 8 mal minus 9? Nun ja, zuerst bestimmen wir mal das Vorzeichen. Wir multiplizieren zwei negative Zahlen miteinander. Das bedeutet, das Produkt ist laut unserem Merksatz positiv, also ein Plus. Jetzt müssen wir nur noch den Zahlenwert des Produkts bestimmen. Und was ist das? Nun ja, der Zahlenwert ist einfach 8 mal 9, also 72. Und das ist auch schon alles. Jetzt bist du an der Reihe. Versuche doch mal selbstständig das Produkt von minus 10 mal minus 12 zu berechnen. Hast du fertig gerechnet? Klasse, dann lass uns herausfinden, was herausgekommen sein sollte. Wenn wir zwei ganze Zahlen miteinander multiplizieren, bestimmen wir zuerst das Vorzeichen. In unserem Fall ist es ein positives, da wir zwei negative Zahlen miteinander multiplizieren. Jetzt müssen wir nur noch den Zahlenwert bestimmen, also herausfinden, was 10 mal 12 ergibt. 10 mal 12 ergibt 120. Und das ist auch schon unser Ergebnis. Minus 10 mal minus 12 ist 120. Wenn auch du das herausbekommen hast, hast du richtig gerechnet. Klasse! Wenn nicht, sieh doch mal nach, ob du einen anderen Zahlenwert hast. Dann hast du dich vermutlich einfach nur irgendwo verrechnet. Wenn du ein negatives Vorzeichen hast, lies doch nochmal den Merksatz durch. Dort steht erklärt, warum wir ein positives Vorzeichen erhalten. Was du dir aus diesem Video mitnehmen solltest, ist folgendes. Wenn wir zwei negative Zahlen miteinander multiplizieren, ist das Vorzeichen des Produkts positiv. Im Ergebnis können wir ein positives Vorzeichen auch theoretisch weglassen,
Wir müssen uns aber auch daran erinnern, dass wir dieses dann bereits bestimmt haben. Im nächsten Video werden wir uns dann ansehen, wie man mehrere ganze Zahlen miteinander multipliziert und das Ganze mit Plus- und Minusrechnung verknüpft. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen und Rechnen.